Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu nach der kleinen Flucht. Oh nein. Look everywhere. Search everywhere. Show yourself, I'm sure. Find him! Find him! Oh, der lebt noch. Okay. Oh, ein Revolver. Who's there? Immer schön auf den Kopf zielen. Oh, was ist denn da schon wieder? Scheint mir aber mehr so ein Viech zu sein. Drei Leute im Lagerhaus. Ich glaube nicht, dass ich diese Fenster zerschießen kann, hätte ich gesagt. Ich glaube, da ist keiner. Ah, aber hier auch nicht. Okay. Aber vielleicht müssen wir da weiter. Aber ich sehe etwas, das jetzt meine ganze Aufmerksamkeit fordert. Ah, sehr gut. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Haben wir ja ordentlich was verbraucht. Okay. Gobi, wär's das soweit? Schauen wir doch mal hier rein. Da steht jemand. Oh, da steht jemand. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Nur sagen hier. Und hier. Schön hinten dran vorbei. Eine Aufmerksamkeit erregen. Ah. Habe ich eigentlich auch nichts verpasst, hoffe ich. Ich meine, man sieht eh fast nichts, ob hier irgendwas rumliegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das will ich haben. Oh, das will ich haben. Oh ja. Oh nein, oh nein. Wird blockiert. Schön weiter, schön weiter. Okay. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Ich hoffe, es ist doch mal ein bisschen rumzuschleichen. Schauen wir doch mal hier rein. Ist hier wer? Oh, 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 oh. Nein! Ah, Mann! Oh Gott, was? Wow, oh, was ist mit deinem Gesicht? Oh, da musste ich einfach mal fliehen. Gott, was war denn mit dem seinem Gesicht los gerade? Es ist so schade, dass sie einen sofort sehen. Ich meine, das macht es natürlich schön fordernd, aber... Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Fäden mehr. Sollte auf jeden Fall aufpassen. Okay. Ist hier wer? Hallo? Hier ist so... Hier ist alles so leer. Ah, ist schön. Ah, ich drücke immer Escape. Ich will aber nicht raus. Jetzt nehmen wir dann mal... gleich den Arm. Oh, das war alles Bandagen, oder? Ich glaube, das war alles Bandagen. Ich muss schnell nochmal ran. Ja, okay. Das andere ist scheinbar von selbst geheilt oder so. Ich dachte, wir hätten noch Fäden gebraucht, aber... Oh, Munition. Wie bitte?
Na gut. Wenn das so ist, dann werde ich die doch mal benutzen. Oh, das war sie. Ah, verstehe. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't gonna hold for much longer. Oh nein. Die, Jack. Help me. Keep back. I'll figure something out. I can hear something. Spread out. Look everywhere. Frightened him. Look over. Search the area. Search everywhere. Fire. Spread out. Frightened him. Look over. Come here. You'll move before you face one. The bloody wild side. Ja, das glaube ich nicht. Oh, hey, alle meine Freunde. Oh Gott. Ganz ruhig. Alter. Was soll ich denn tun? Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Please help me. Ich kann nichts mit der Leiter tun. It's a pentacle, helps. Ja, beruhigen Sie sich mal. Ich muss ja auch nachdenken. Ich muss ja auch irgendwas tun. I can feel it moving. Help me. Was denn? Wie denn? Hallo. Leiter. Weiter benutzen. Ah. Soll ich da über die Balken irgendwo lang? Ich glaube, wir haben keinen Stress, aber ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Oh, ich sollte versuchen, da lang zu gehen. Okay. Na, das glaube ich. Gehen wir doch hier mal. Kann ich nicht hier irgendwo ein bisschen auf den Kisten rumspringen? Nee, da kommen wir ja her, ne? Oder? Ich glaube nicht. Oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da oben ist eine Leiter. Da können wir da hoch. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Die Leiter kann ich scheinbar nicht wieder aufrichten. Kann ich da vielleicht hoch? Ist hier noch eine Leiter? Nein. Nee. Hier kam ich her, genau. Nee, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay. Ja, nun, gute Frau. Ja, ich höre sie. Ich höre sie. Und bin auf dem Weg, irgendetwas zu tun. Ja, ich schätze, ich gehe mal weiter. Vielleicht finde ich hier eine Leiter. Schon wieder Escape. Eieiei. Okay. Bandagen, Bandagen, Bandagen. Schön verarzten und dann schauen wir mal, ob wir hier draußen eine Leiter finden vielleicht. Komm schon. Oh, ich kann die von hier draußen rein. Oh. Dachte ich zumindest. Aber wohl eher nicht. Danger. Aber vielleicht können wir... Oder, ich weiß nicht, soll ich da aufs Dach vielleicht auch? Ja, was machst du denn? Ich kann hier nicht rein. Nee. Und da will er wohl auch nicht rüberspringen, so unbedingt. Nee. Ah, was machst du denn? Eieiei.
bevor wir jetzt durch die Gegend humpeln, nochmal verarzten. Unfassbar. So, kann ich jetzt bitte irgendwo hin? Hier ist absolut gar nichts. Oh, hey. Ah, hier geht's also weiter. Okay. Verstehe, ich verstehe. Oh, da ist eine Tür. Aha. That won't work. The lock's badly rusted. Na, wirklich? Probieren wir doch mal was. That won't work. The lock's badly rusted. Vielleicht dann ein bisschen brachialer. That won't work. The lock's badly rusted. Ah, doof, 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 doof. Wie gesagt, das hier wäre eine schöne Art, da reinzukommen, aber scheinbar will er nicht. Vielleicht kann ich es ja benutzen. It looks like the backyard of the cannery. It looks like the backyard of the cannery. Ja, und ich werde hier sehr ver... Also es bricht doch zusammen. Ruth's dead. Looks like she broke her neck in the fall. Also ich würde gern was dagegen tun. Ich weiß noch nicht was. Weil die Leiter benutzt er irgendwie nicht. Warum nimmt er nicht einfach die Leiter und stellt die da auf? Ich verstehe es nicht. Und wozu dient der Schlüssel? Schauen wir uns nochmal weiter um. Ich will das nicht auf mich, auf sich beruhen lassen. Und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Dass man es nicht schafft. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Schauen wir nochmal zurück hier bei den Kisten. Nee. Da sind die Gestalten. Tja. Ich bin ziemlich ratlos. Ich meine, scheinbar kommt man doch von... Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Tür ist. Oder? Könnte sein. Eventuell, dass da eine Tür war und die wir dann aufschließen mit dem Schlüssel, den wir nehmen. Ja, und dann müssten wir aber eigentlich ja hier irgendwie rauf. Frage ist nur... Warum geht er nicht rauf? Und warum hat er Probleme, hier diese Truhen zu erklimmen? Und warum kann ich nicht auf diesem... auf diesem Absatz hier stehen? Warum kann ich denn nicht rein? Ich meine, wir haben den Tipp mit den Fenstern bekommen. Aber der hilft uns jetzt auch hier gar nicht so viel. Tja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das war's mal für diese Folge. Ich probiere mal ein bisschen rum, ob ich da irgendwie was draus finden kann. Ich würde wirklich gerne retten. Ja. Das würde ich gerne nicht auf sich beruhen lassen. Die arme Frau. Die müssen wir doch irgendwie retten. Nur ich bin ratlos. Naja. Hoffentlich weiß ich in der nächsten Folge mehr. Bis dann wünsche ich euch. Euch auf jeden Fall alles Gute. Bis dahin.